Ich bin nicht davon überzeugt, dass die Hexen uns in der letzten Folge einmalig umbringen wollten. Bestimmt werden die nochmal auf uns aufmerksam, aber erst einmal hallo allerseits. Und was haben wir denn da? Eine Blaupause und willkommen zurück bei Dishonored 2. Ein Hüllenauslöser. Zum Glück habe ich nochmal nachgeschaut. Man ist aber auch manchmal, Entschuldigung, pardon, ich unaufmerksam. Aber ich habe es gefunden. Wenn ich einen davon umbringe, kommt dann der andere aus seinem Schlaf heraus. Ich könnte ja auch Domino einsetzen, oder geht das da nicht? Ich glaube, das war die falsche Taste, das zählt nicht. Das war die falsche Taste. So viel zum Thema Aufmerksamkeit. Ich habe die falsche Taste gedrückt und habe oben nicht nachgeschaut, was ich ausgerüstet habe. Domino bei den Hexen, ob das geht? Hatten wir das schon? Ja, klar, die zwei Hexen draußen. Ein paar Höllenhunde? Nee. Kann man knicken. Boah, zwei Bolzen dafür verschwenden? Da latscht noch was umher, ja, ich hör's doch. Klingt recht nah. Luft ist feucht, schwer. Könnte ein Sturm aufziehen. Bist du ein Wetterfrosch? Eine Fröschin? Die ist irgendwo zu unserer Linken. Es bekommt aber keiner mit, dass die Viecher schreien. Ins Auge, komm. Hä? Wie bitte? Was ist hier los? Keine Ahnung. Oh, man kann sich im Regal verstecken, das ist ja cool. Ja, soviel zum Thema. Die bekommen uns nicht mit. Was nehme ich denn, wenn die hier reinkommen? Die Pistole. Gefällt mir nicht. Ich sehe mich mal um. Es geht. Was hast denn du vor? Oh. Da war jemand. Hä? Jetzt spawnen die hier drin. Die können es halt. Also die spawnen nicht, die... Au. Was? Wir sind doch keine Bestie. Die spawnen nicht drin, die teleportieren sich rein, weil sie es einfach können. Das war aber komisch, ne? Klar, die da oben hat es gesehen, aber... Die Tante unten wurde gar nicht vollständig gewirkt, weil wir noch so halb im Regal waren für das Spiel, nehme ich an. Das war echt seltsam. Aber ich muss an den Viechern vorbei. Kann ich mich neben die stellen? Ich glaube, das ging nicht, ne? Jetzt will ich mal den Arm ausprobieren. Okay. Dann halt nicht. Ich wollte zumindest mal den Arm ausprobieren, was der eigentlich genau macht. Ob wir uns da befreien können oder ob der genauso wie bei Corvo das zwischenzeitliche Ende bedeutet. Ich glaube, ich werde die weiterhin zerstören, die beiden. Werde mich aber etwas weiter hinten im Raum platzieren, denn ich kann ja auch aus der Entfernung mit der Lupe drauf schießen. Dann sieht uns da oben immerhin keiner und den Lärm haben sie ja, glaube ich, nicht vernommen, ne? Ich sollte auch mal treffen, ey. Nein, hier ist zu. Voll daneben. Aber man hat uns eh nicht gesehen, von daher. Ich helfe dir. Viel Spaß bei was auch immer. Zeig dich, wir sind noch nicht fertig. Was? Toll. Komm, es aus. Das kann was werden, ey. Hab ne Idee. Es kam von. Was? Ich stopf mein Kissen mit deinen Haaren. Du hast gar kein Kissen. Nein! Wer ist da? Na, das ist ja kacke. Au. Oh, es werden viele. Oh, oh. Oh, was war das? Die hat ihre Tante, die hat ihre Freundin, ihre Schwester mit umgesetzt. Habt ihr das gesehen? Da kam doch Körperteile angeflogen. Und ich nehme an, das war nicht unsere. Die sind ja hart drauf. Ich könnte noch Granaten werfen und alles, ja, aber... Sollte ich wohl das nächste Mal machen, denn hätte jetzt gedacht, mit meiner hier von oben Anspringtaktik bekomme ich die jetzt klein, wenn ich
geschickt agiere und mir einzelne raussuche, aber nein, habe ich nicht geschafft. Wann bekommt ihr denn eigentlich was spitz, wenn wir hier vor denen herumstehen? Ich könnte euch auch. Jetzt ist die Tür aber unten offen, ne? Mal gucken, wie schlimm das ist. Oh. Hier ist bloß Walöl. Wenn unsere Herrin hört, dass du in ihren Tagebüchern in den verbotenen Archiven gelesen hast, wird sie außer sich sein. Ich habe nur kurz reingeschaut. Brianna war mit etwas Kompliziertem beschäftigt, bevor Delilah nach Kanaka kam. Ich wollte wissen, was es war. War nur Spaß, Tamina. Hab's auch gelesen. Delilah hätte das tun können. Was ist hier los? Keine Ahnung. Bitte nicht die Treppe benutzen, du kannst doch teleportieren. Durchsuchen wir den Raum lieber gut. Ich mich einfach schon hinterm Schwert verstecken möchte. Eieiei. Mann, was... Wie seid denn ihr denn drauf? Könnt ihr euch nicht mal wie... Keine Ahnung, wie sich normale Hexen verhalten, aber hoppala. Ich bin sicher, da stimmt was nicht. Ganz sicher. Ah. Besser die Augen offen. Und jetzt? Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, gibt es einen neuen Ärger. Nein. Oh oh. Oh oh. So, Moment. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe, aber hey. Aua. Hier gibt es ja noch Punks, ne? Ach du Kacke, sind das viele. Oh oh. Ah, ist hängen geblieben. Oh Gott, das wird nix, das wird nix, das wird nix. Mann, sind die drauf. Ich hätte noch den Schattengang. Ist der eigentlich leise? Ich werde ihn jetzt mal ausprobieren. Bleibt die blöde Granate auch noch am Tisch hängen. Fang, wie viele da ankommen. Das Böse ist ja, die können sich ja teleportieren. Da ist nichts mit dir. Ein Engpass im Türrahmen verursachen. Nee. Die blinken sich einfach rein. Die blöden Hexen. Bevor es war... Ah, halt. Welche Nummer war es? Die 0, ne? Ja. Schattengang die 0 und ich will es auf die 3 legen. Optionen. Steuerung. Tastaturbelegung. Es ist auf der 0 und es soll auf die 3. Und so. Wiederherstellen. Machen wir es halt so. Und jetzt das, die 1, 2 und die 3. Wo soll ich den hernehmen, wenn man Angst hat? Vielleicht glaubt der Zauber ja auch mit etwas Straßendreck. Glaube ich, geh erstmal hoch. So, ich würde den Schattengang ja gerne mal an der hier unten ausprobieren, aber ist gerade noch nicht zu sehen. Steht wohl noch um die Ecke. Latscht wohl da gerade hinten rum. An der Tür vorbei. Die Höllenhunde lasse ich mal schlafen. So, die Tante hat uns ja oben links gesehen. Da ist noch keiner. Wenn unsere Herrin hört, dass du in ihren Tagebüchern in den verbotenen Archiven gelesen hast, wird sie außer sich sein. Ich habe nur kurz reingeschaut. Das ist der Prototyp. Hier sind wir mit denen immerhin auf einer Ebene. Ich wollte wissen, was es war. Ich speichere hier mal. War nur Spaß, Tamina. Hab's auch gelesen. Glaubst du, Delilah hätte das tun können? Ich kenne die gleichen Geschichten über Paolo. Den wir müssen auf jeden Fall im Tagebuch lesen. Weißt, ist nicht das Gleiche. Er ist eine Straßenreise, voller Tricks. Aber ich glaube, Delilah könnte... Ich glaube, der Schattengang ist nicht leise. Zurückkommen, das wirkt unmöglich. Das ist die, die uns gesehen hat. Meine liebe Orlando, manche Menschen sehen Türen, wo du... Wo hocken die denn? Wände sehen. Ich spüre, wie meine Macht stärker wird. Das gut geht. Ich höre ihre Stimme. Die sehen uns jetzt gegenüber, oder? Aber interessant, dass man die bewusst loslegen kann. Ich hätte gedacht, die stehen da drüber. Gut, mit Daut haben wir es auch geschafft, aber... Hier kriegst du einen heißen Hintern. Upsa. Na, dann halt nicht. Könnt ihr die wieder aufwachen, wenn es im Ernstfall losgeht?
Ich bin mal lieb zu denen. Ich bin mal anders als diese Hexen hier. Ein Blümchen. Ach, die hocken auf der Lampe. Ich habe jetzt nach unten geguckt und habe da oben was baumeln sehen. Mann, eure Schwestern waren schon mal schöner. Aber dann sehen die ja gar nichts. Dann ist es ja gut. Dann kann ich weitergehen. Ich könnte Domino anwenden und die beiden da oben mit einem Bolzen erwischen. Oder noch einfach, ich blinke mich dahinter in der Hoffnung, dass mich niemand sieht. Da tanzt noch irgendwo einer herum. Ich speichere hier mal. Ich habe ihr tausendmal gesagt, dass man erst lernen muss. Da unten ist jemand beim Orakulum. Dass die uns nicht sehen. Bekommen die das mit mal sehen? Die trinken hier oben Tee. Die Damen. Bekommen die nicht mit, dass die irgendwie was um den Kopf herumschwören haben? Ich kann die aber nicht erwürgen. Dann müssen sie womöglich einfach runterfallen. Ich hoffe nicht, dass die runterfallen, aber es wird darauf hinauslaufen. Ich warte erstmal die Tante ab. Nicht, dass die das dann gleich sieht. Tja, ich speichere nochmal. Jetzt oder nie? Tschüss. Super, die fährt nach hinten. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die fliegt mit Karacho gegen die Gardine, gegen das Fenster. Das ist super. Wo hockt die denn? Die nehmen das Leben ganz schön leicht. Oh, das Orakulum, was ist das denn, ey? Erstmal abbrechen. Bekomme ich die da runter? Wenn die hier zusammenstehen, dann gibt's einen Piekser von oben. Ich setze mich mal in den Schatten. Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied ausmacht. Ach, jetzt guckt die sich das an, ey. Und sieht uns bestimmt. Ja, genau. Guck nach unten, das ist super. Da ist ein Gesundheitselixier, sehe ich jetzt schon. Hm? Und tschüss. Wir sehen uns im Nichts. Ach, einer ist ja doch noch da. Hol nicht deine Schwester an, wie viele das eigentlich sind. Ist bloß die eine nur noch. Die eine schaffen wir doch, oder? Oh, verkeilte Schwerter, was mache ich denn? Schnell drücken. Ha! Halbiert ist halbiert. Hier tapst noch jemand umher. Kann doch nicht sein, ansonsten wäre die doch hier gelandet. Das erste Mal verkeilte Schwerter. Gegen die, die es mit uns aufnehmen können im Schwertkampf, die nicht so schlecht sind. Die Elite-Gardisten oder auch die Hexen. Das finde ich aber super. Ah. Kann ich jetzt nicht mal so ein Buch nehmen und da zwischen den Seiten das Schwert zu abwischen? Das sieht aus. Ah, es wird gerade wieder sauber. Ein sich selbst säuberndes Schwert. Tragen? Ich will eigentlich plündern. Ein Hexenteil. Wir nehmen das trotzdem so hoch wie eine normale Hexe, wie eine ganze. Was machen wir mit dem anderen Teil? Tragen? Wir schleifen es zwischen unseren Beinen her. Hör auf. Fatz. Fatz. Ist das jetzt ab? Nö. Ich will das abhaben. Das sieht aus. So schwungvoll. Ah, der Kopf ist ab. Nee? Ach komm. Du nervst. Jetzt sind die alle weg. Jetzt können wir alles plündern. Hat ein paar Anläufe gebraucht, aber... Jindosh war verrückt. Wie soll das denn funktionieren? Warnung von Brianna Ashworth. Sieht wichtig aus. Wozu könnte das gut sein? Die haben Zeichen mit Walöl geschrieben, deswegen sind hier überall die Kleckse, weil die was getragen haben oder hier eben ausgekippt haben. Historiker Douglas vom Orden des Orakels. Hier wurde schon was zerdeppert, müssen wir unten auch noch machen, da gibt's hier was zu mitnehmen. Hier geht's aber nichts weiter. Tja. Stromschalter, ob das so gut ist, das Ding anzuschalten?
Ich lese erstmal die Warnung. Wenn auch ihr Delilah und unsere Zirkel treu... Wenn auch ihr Delilah und unserem Zirkel treu seid, dann hört meine Worte. Erneut haben mich Albträume vom Orakulum heimgesucht. Die Linsen, die Jindosh ursprünglich ins Gerät eingesetzt hatte, hätten fast meinen Untergang bedeutet. Ich spürte, wie Delilahs Magie flackerte und die Flamme, die sie erneut in mir entzündet hatte, erlosch fast. So wie vor 15 Jahren nach Brickmore. Wir sind aber auch auf der Suche nach 3 Jahren, aber... Vor 15 Jahren? Da war auch was. Wissen wir es, Emily. Ich fürchte, dass mich ein weiterer Unfall wie dieser alles kosten wird. Meine Verbindung zum Nichts... Toll. Die ist auch mit dem verbunden. Und zur Magie selbst. Wir können uns keine Fehler mehr leisten. Ich werde mir die ausrangierten Linsen in meiner Werkstatt genau ansehen und sie demnach zerstören lassen. Danach, Mann... Denkt daran, dass Delilah sich auf meine Anstrengungen verlässt und das Orakulum nur auf mich abgestimmt ist. Haltet euch von dem Gerät fern. Nur ich kann die Ordensschwestern kontrollieren. Brianna. Wenn ich Ashworths Kommunionsapparat manipulieren kann, ist sie machtlos. Die Linsenanordnung ändern. Das wäre dann wohl die nicht tödliche Variante. Wir müssen sie dann irgendwie hier hinlocken, oder? Wir betäuben sie, setzen sie dann die Mitte und drücken dann den Hebel. Wie mit Jindosh. Erstmal betäubt und dann wohin gesetzt. Ob die noch in ihrem Büro ist? Also die hätte doch schon längst was mitbekommen. Von der einen Tante hier, die am Ende noch gegen uns gekämpft hat. Die beiden Höllenhunde sind noch unten. Ja, die ruhen und der ganze Spaß. Wo ist denn hier was? Da oben. Da auch wieder so ein Arm ist. Also auf der Höhe ist dann erstmal vor unserer Nase nichts mehr. Dann gehen wir erstmal hoch. Ich könnte sie noch abstechen. Einen Fahrstuhl gibt es ja auch. Das Büro oben. Ich will mal kurz nachschauen. Da ist das Knochenartefakt. Da sind die ausrangierten Linsen, da hinten oben, okay. Und da ist ihr Büro, dann können wir damit mal hochfahren. Strom ist an. Dann schauen wir gleich mal nach. Ja, zum Prototyp müssen wir auch noch, wobei ich schaue jetzt erstmal hier nach. Was zum Zeichnen? Oh, ich wollte es lesen und es war bloß Geld. Irgendwas mit Shira stand da. Zerstörbare Tür. Mit Windstoß, ja? Was sehen wir denn da? Die Hexen dürften ja alle weg sein, weil die letzte Hexe hätte die ansonsten mitgerufen. Da ist ein Blutfliegen. Da ist eine Harfe. Kann man das klauen? Nee, dann wäre es weiß gewesen, ne? Können sogar was. Auf dem Hof hat Emily was gelernt. In Sachen Harfe spielen, wobei kann das nicht jeder, was wir gerade gemacht haben? Ich glaube, ich könnte es nicht so schön. So, hier gibt es nochmal Blutfliegen. Das ist nicht zu knapp. Na dann, Schnetzelzeit. Und der Gesundheit. Boah, was hier alles herumkreucht und fleucht. Ja, es bringt uns Gesundheit. Na. Bringt mir Gesundheit. Immer noch. Natürlich, wie auch sonst. Aber so aggressiv sind die gar nicht mehr. Also werden schon aggressivere, ne? Ich wedel hier gerade ganz gemütlich rum und ja, das Schwingen ist verdammt langsam geworden. Das sind die normalen Leute, die hier in dem Konservatorium gearbeitet haben. Ein Säbel. Säbel? Schneeblerfeder. Das hängt hier in der Luft. Ich dachte, das hängt hier an einem Stab oder so. Zähe Verbündete. Bestimmt was mit Doppelgängern, hä? Zähe Verbündete bei Z, oder?
Ja, ziemlich weit unten. Beschworene Doppelgänger besitzen mehr Gesundheit. Können wir irgendwas rauslesen, so wie es scheint? Nicht. Ein Fotoapparat. Tote Leute. Und Blutsteine. Das sieht aus, ey. Will ich nicht in meiner Wohnung haben, sowas. Aber wer will das schon? Hexen vielleicht? Was hätten wir hier noch? Oh, hier gibt es ja doch noch eine. Die hat's verschlafen. Nach den Versuchen mit den Grabhunden hat sie aufgegeben. Du hättest die komischen Dinger mal sehen sollen. Das klingt wie hier oben. Scheint aber doch unten zu sein. Da hat jemand den Schuss nicht gehört. Das finde ich nicht fair. Würdest du lieber wunde Finger beim Netze weben oder bei der Viehzucht kriegen? Alle Geschenke sind besser. Die sind direkt unter uns. Naja, dann kümmern wir uns womöglich in der nächsten Folge um die, denn weg müssen die noch. Ich will mich einfach noch freier bewegen können. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.